Niemals durfte es hell und fröhlich lachen und jubeln. Denn dann, sagte die Hofmeisterin gleich würdevoll, aber königliche Hoheit, das schickt sich doch nicht für ein kleines Prinzesschen. Ich will auch gar kein Prinzesschen sein. Ich will einen Schneemann machen, wie die Kinder unten auf der Straße. Am nächsten Morgen war Ostersonntag. Und da wurde das Prinzesschen vor den Thron des Königs befohlen. Gerda, sagte der König und strich seinem Töchterlein über die goldenen Locken. Ich habe mich entschlossen, dir eine neue Mutter zu geben und